steht bei den ganzen Leuten halt direkt natürlich dabei, was die für eine Zufriedenheit haben. Ah. Betriebsplan, Besucherin, Arbeiter, Security-Antenne. Wovon haben wir keine? Ach so, Installateure haben wir noch gar keine. So, Heatmaps. Und Bands genutzt. Bandbedürfnisse erfülle. Wie finde ich heraus, wer Bandmitglieder sind? Das wäre ganz gut zu wissen. Ziel. Gib mir doch dazu die Möglichkeit. Ich kann natürlich mal schauen, ob es hier irgendwie ein bisschen genauer steht. Early Bird Tickets, das haben wir alles hinbekommen. Preisgestaltung. Partner. Bedürfnisse von Bands, Anforderungen von Bands, Konzerte. Dauern eine, zwei oder drei Stunden. Genau, ja, klar. Ja. Konzertqualität. Zeltfestival, Ankunft der Besucher. Warum steht da nur Ankunft der Besucher, aber nicht Ankunft der Bands? Mist. Das interessiert mich relativ wenig, diese Hervorhebung hier. Muss ich jetzt wirklich einen Cut dafür reinmachen, um herauszufinden, wer zur Hölle hier einer Band angehört? Ich glaube tatsächlich ja. Vielleicht bin ich aber auch einfach noch verwirrt und die Bands kommen wirklich erst kurz vor. Obwohl, es ist schon so spät. Obwohl, nee, ist noch Anreisetag. Stimmt, dann kommen die ja alle am Tag vorher schon. Ja gut, dann werden die Leute von den Bands auch schon da sein. VIP-Besucher, VIP-Besucher. Haben wir so viele VIP-Besucher? Wow. Malbesucher, ja, ja. Ich wüsste trotzdem gern, wie gesagt, wie ich die Leute ein bisschen besser auseinanderhalten kann. Ich meine, es ist schon gut, dass ich die ja alle anklicken kann und so weiter. Und das dann auch da steht. Aber unterscheid die doch bitte irgendwie äußerlich, wenn die zu einer Band gehören. Das wäre doch so viel einfacher. Ich lasse jetzt einfach nochmal hier das ein bisschen so weiterlaufen. Was? Was ist defekt? Dosenwerfen ist defekt. Oh Gott, nein. Machen wir lieber nicht so. Reparieren. Sehr gut. Hat uns ein bisschen was gekostet, aber ist okay. Hier sind Bandmitglieder einfach so mit rot markiert, aber nicht zwingend. Ich hoffe, dass die Bands vielleicht erst am richtigen Tag kommen, noch nicht hier am Anreisetag. Weil falls doch, dann weiß ich halt einfach nicht, wie ich sie begrüßen kann. Vielleicht kommen die jetzt aber auch erst gleich, dann, ne, dann sehen wir das halt dann. Ich mache jetzt einfach noch mal ein bisschen sauber. Und hoffe, dass die einfach noch nicht da sind.
So, weg mit dem ganzen Müll hier. Huch, jemand verletzt? Oh oh. Was, wo, was, ich will nicht wenig im Besen. Sanis? Sanis? Was? Warum geht so viel kaputt? Spiel, bist du komplett krank? Sekunde, machen wir nicht so. Sondern einmal hier. El Mechanica. Also, das passiert alles ein bisschen zu viel. So, Öko-Toilette ist defekt. Mechaniker. Schlägerei. Oh, oh. Hallo? Könnt ihr bitte euch um die Schlägerei kümmern? Ich kann nicht bewegen. Okay, jetzt. So, ich hoffe, die erledigen das jetzt. Lager leer. Nachfüllen. Was anderes können wir nicht machen momentan. Wir haben kein großes Extra-Lager. Oh, schön, dass überhaupt nicht super viele Leute verletzt sind. Ah, okay, das wird aber von selbst erledigt. Gut. Leute. Geht rüber zu der Ökotoilette. Sehr schön. Uiuiuiui. Und natürlich ist hier überall plötzlich wieder Müll. Wie schaffen? Oh nein. Ah, okay. Oh. Ja gut, da habe ich vielleicht ein bisschen nebendran den Müll aus Versehen hingeworfen. Okay, aber interessant, dass wir auch nur so und so viel Müll selbst tragen können. Ist schon mal gut zu wissen. Hier hinten ist doch bestimmt auch noch irgendwo Müll hinten dran, den ich nicht sehe. Ah, nee, okay. Oh nein, nee. Der Müllsack ist nicht groß genug, als dass ich den sehen würde. Der muss groß und blinkend sein, damit ich den mitbekomme. Bitte. Das geht besser, Spiel. So, abfallen muss ich mich aber gerade nicht drum. Okay, so. Nicht drum kümmern. Sondern wir spulen hier einfach mal ein bisschen auf weiter. Die Leute schlafen ja jetzt. So, wie ist denn so die Zufriedenheit? Die VIP-Besucher sind nicht so glücklich. Das ist nicht so gut. Aber die normalen Besucher sind glücklich. Das ist schön. Hallöchen, Band begrüßen. Okay, die kommt tatsächlich erst an dem Tag. Hallo. Mal schauen, wie viele, beziehungsweise wann die jeweils alle da sind. Oh, oh, schnell, alles auf langsam, Band begrüßen. Also ich bin gleich aber mal gespannt, ob wir tatsächlich Musik mitbekommen werden. Geld oder mal das Defekt? Okay. Ah, da können wir auch Sachen ändern. Oh. So. Mechaniker. Kümmer dich bitte mal um. Wo war der Geldautomat? Hier der? Genau.
Wir können also auch die Preise von den Sachen dann jeweils ändern. Ah, ja, okay. Sekunde, ich würde vielleicht einen von den Geldautomaten. So, bevor das weitergeht, ich will vielleicht einen von den Geldautomaten exklusiv für VIP-Besucher machen und den günstiger machen. Wir müssen die anderen Leute halt ein bisschen draufzahlen bei sonstigen Automaten. So, und da auch. Das ist dann der Luxus, den sie davon bekommen. So, hier können wir die Preise noch ein klein wenig hochfahren. Hier vielleicht auch. Dann passt das schon. Oh, ganz normale Festivalpreise haben wir ja sowieso noch nicht. Dann wären wir sowieso bei mal 10 bei allem. Um realistisch zu sein. So, machen wir da auch nochmal eine schnelle Begrüßung und weiter geht's. Oh, die Darts sind auch defekt. Ah ne, okay, da habe ich schon jemanden hingeschickt. Egal. Essen ist defekt, das geht nicht. Fotobox ist defekt. Leute, was macht ihr denn alle? Was tut ihr denn alle, dass alles defekt ist? Können wir den Müll irgendwo anders hin tun, als da auf die kleine Müllkippe, die wir da hinten haben? Weil da stand gerade irgendwas. Aber ich habe nicht so hundertprozentig drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Achten wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Oh Gott, natürlich ist mal wieder alles hier zugemüllt. Und ich weiß, da sind jetzt auch schon wieder 27.000 Sachen. Entsorge den Müll außer Sichtweite. Ach, nur außer Sichtweite. Ja gut, dann ist das hier nicht unser Problem. Hier ist er. Lagerleer. Oh nein, nein, nein. Nicht gut. Ihr habt die Fotobox schon wieder... Ah ne, die wird erledigt noch. Beeil dich mal. Oh, neue Band. Hallöchen. Und auch hallo. Okay, wir brauchen dringend dieses Lagergebäude. Nächstes Festival, also wow. Aber die Leute haben halbwegs gelernt, sich, wenn ich das richtig sehe, hier zu vertragen. Ah, okay, die haben da einfach nur rumgestanden, nichts getan. Sehr schön. Na. Da wollte ich dich hin. Sekunde, wir wollen dir Hallo sagen. Das ist eine One-Man-Band. Und natürlich habt ihr mal wieder euren Müll da abgeladen, wo ihr Geld geholt habt. Klar. Oh ja, Musik. Und eine andere Band ist da. Da gehen die Leute richtig ab. Nee, aber das ist echt geil. Wie gesagt, wir müssen bedenken, die Musik ist extra fürs Spiel ja gemacht. Alkoholische Getränke, genau. Ja, echt, die Musik ist echt geil. Können wir nicht in diesen Kinomodus gehen? Drehscheibenmodus? Oh, cool. Wir ignorieren gerade mal alles, was komplett alles am Arsch ist. Das ist echt cool.
versteht man noch nicht, wie der Modus funktioniert. Vielleicht ist der auch noch nicht richtig implementiert, aber das hier ist schon mal ganz cool. Lager schon wieder leer, na toll. Oh cool, da laufen die ganzen Bandleute jetzt rum. Wir haben, glaube ich, für so ein kleines Festival viel zu viele Bands geholt. Ah doch, der Kinomodus funktioniert. Das macht alles so sehr, sehr viel smoother. Okay. Also ich mag die Musik wirklich, die sie da gemacht haben. Wer auch immer die komponiert hat, Props. Oh, habt ihr schon wieder das Dosenwerfen kaputt gemacht, Leute? Ah, jemand hat es schon repariert, oder? Ja. Okay, also meine Leute sind dazu auch selbst in der Lage, sie brauchen dann nur ein bisschen länger. Ah, jetzt ist die Stunde, wo nichts ist. Warten wir mal ab, was die Leute alles in der Zeit zerlegen. Eine Sache nur? Wow. Defekt. Und zwar wieder mal das Essen. Ja gut, das ist, also ich könnte mir Schlimmeres vorstellen. Oh, oh, jetzt geht's los mit Techno. Na, ein bisschen. Ja, sehr schön. Soll das Daft Punk sein? Oh. Ja gut, jetzt war ich zu schnell. Oder zu langsam. Die Band war zu schnell. Wow, wow, die Leute gehen riesig ab. Ich finde es aber gerade irgendwie schön, ich habe nicht so wirklich drauf geachtet gehabt, aber dass immer so zwischendrin solche One-Man-Shows sind, obwohl ich halt nicht drauf geachtet habe, finde ich das echt ganz cool. Wir haben einen guten Mix drin. Ich will ja gar nicht drüber reden. Oh. Shit, jetzt ist halt das Beste mir rum. Raus hier, Leute! Ihr habt schon genug Schaden angerichtet. Ah ja, okay, wie gesagt, der Kinomodus ist wirklich, dann ist alles so sehr viel smoother, wenn wir das so anschauen, ne? So können wir hoch und runter zoomen. Wenn wir den anmachen, dann ist das so. Ah, da kann man wirklich schauen, dass man dann vielleicht irgendwie so ein paar coole Kamerafahrten oder sowas macht. Ist wirklich, also muss sagen, dafür, dass das Spiel in Early Access gerade erst erschienen ist und wahrscheinlich auch ein bisschen in Early Access sein wird, hat es echt viele Features, mit denen man gar nicht rechnen würde bei so einem Spiel, finde ich. Also das ist schon sehr, sehr cool. Und die Bands sind sich da hinten noch ein bisschen am Vergnügen. Lager können wir von mir aus noch nachfüllen. Ich glaube nicht, dass wir es noch brauchen, aber haben wir jetzt einfach mal gemacht. So, jetzt würde mich die Zufriedenheit interessieren. Oh, die VIP-Besucher sind halt wirklich, wirklich unglücklich. Vielleicht habe ich von denen zu viel erwartet. Konzertqualität 13% nur. Oh, 11%. Qualität der Bühne, extra Bühnengröße. Obwohl wir eigentlich alles erfüllt haben, wahrscheinlich hätten wir ihnen mehr Geld geben müssen. Hm, naja. Kein Backstage wohl. Ach, die brauchen jeweils einen. Ja gut, ich hab halt gedacht, dass die alle in einem schlafen. Nee, ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, ob die den Backstage-Wohnwagen nur brauchen, währenddessen die halt da sind, um ihren Stuff da zu lassen. Und ob die danach wieder gehen, weil meistens hast du es ja,
bei einem Festival nicht, dass die Band einen kompletten Tag da bleibt. Weil, wenn ich ehrlich bin, wenn eine Band einen kompletten Tag hier bleiben soll, dann wären die Preise wahrscheinlich 10-mal so hoch bei der Band. Aber ich verstehe es halt nicht, deswegen, also ich habe gedacht, dass die dann danach wieder gehen. Aber anscheinend, wenn ich das hier richtig sehe, dann gönnen die sich hier hart am Buffet und drehen gleich noch eine Runde hart ums Buffet, weil sie keine Bleibe für die Nacht haben. Gut, kann ich doch nichts für. Und so hart plus haben wir jetzt wirklich nicht gemacht, wenn ich mir das so anschaue. Festivalgewinn 11.000. Aber hey, wir haben, ich glaube, eine Menge erstmal dazugelernt. Das war schon mal sehr, sehr gut. Ich muss sagen, wie gesagt, ich bin sehr impressed davon, was das Spiel so alles drauf hat. Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, also wie gesagt, das hier war jetzt sehr, sehr simpel erstmal, weil man muss das Spiel ja auch mal lernen und vielleicht lese ich mir in einem weiteren Run dann auch nochmal ein bisschen genauer gewisse Tutorial-Sachen dadurch. Aber wenn es euch gefallen hat, hier in diesen wahrscheinlich circa 3 Parts an Let's Show, könnt ihr mir das natürlich wie immer gerne mit einem Like zeigen. Ihr könnt natürlich auch gerne das Spiel kaufen. Das unterstützt die Entwickler sehr und gerade in der Early Access ist es da immer ganz gut, wenn die Entwickler vielleicht nochmal ein klein wenig extra Budget haben. Dann landen am Ende auch ein paar mehr Features tatsächlich im Spiel, die Entwickler gerne einbauen würden. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Kommentar schreiben auf jeden Fall und mich wissen lassen, dass ihr mehr davon sehen wollt, dann können wir natürlich auch sehr, sehr gerne hingehen und hiervon nochmal ein zweites Festival organisieren. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Wir schauen mal, okay, noch 8 Stunden haben wir. Wir könnten auch direkt beenden, aber weißt du was? Die Leute bringen uns vielleicht noch ein bisschen Geld. Müssen wir probieren. Geht momentan noch hoch. Lassen wir mal ein bisschen die Zeit schneller laufen. Ah, okay. Die gehen. Ja, naja. Versuch was wert. Etwas jetzt, weil die Leute waren ja alle schon weg. So. Silch Carrick. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das aussprechen soll. Ist beendet. Und... Ah, okay, ich glaube, das sind wirklich echte Spieler, oder? Kann es sein, dass das wirklich echte Spieler sind? Company Scores? Ja, also dafür, dass das unser erster Versuch war und wir wirklich nicht das komplette Tutorial durchgelesen haben, bin ich mit einem Platz in den 400ern grundsätzlich nicht so ganz unzufrieden, wenn ich ehrlich bin. Klar, das hier ist ein anderes Niveau, aber hey, warum nicht? So. Sieht so aus, als hätten wir bei den Bands tatsächlich überall zugewonnen. Ja, bei denen jetzt nicht so unglaublich bei den Sponsoren, aber okay. Wir haben ein bisschen Plus gemacht, aber nicht viel. Also grundsätzlich kann man machen. Oh nein. Der Sänger von einer Band ist einem Kult beigetreten. Okay. Sie haben bestimmt von den berüchtigten Gemeinschaften in den Bergen Kaliforniens gehört. Vermutlich in einer Dokumentation über Serienmörder. Neuesten Berichten zufolge ist Unfortunate Guitars Sänger nun genauso einer Gemeinschaft beigetreten. Der Star selbst war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Endbericht für Drinks Basics erwartet 2000% Gewinn. Bei einer Pressekonferenz gab Drinks Basics CEO bekannt, dass durch unvorhergesehene Ereignisse ein Gewinn von 1986,55% zu erwarten sei. Okay, wie auch immer das so genau hinbekommt, keine Ahnung, aber okay. Man wolle das Geld in die Musik- und Eventbranche investieren, so der Geschäftsführer. Ben Curies neuer CEO Alfredo Petrovic hasst Musik.
Was ist das für ein Müll? Fragte Alfredo Petrovic angeblich mit 3 Monaten, als sie das erste Mal in ihrem Leben Musik hörte. Mit der Einstellung von Alfredo Petrovic als neues CEO von Bankures dürften Festival-Sponsorings wohl eher dem Ende zugehen. Oh nein, das ist nicht gut. Oh, das war's schon. Weißt du was? Weißt du was? Ich weiß nicht, ob wir für eine Runde 2 hier zum Spiel zurückkommen. Wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall gerne machen, aber weil ich noch nicht weiß, wie das Interesse bei euch ist, lasse ich einfach hier mal die Credits durchlaufen. Damit wir sehen, wer hier alles so beteiligt war. Ein Entwickler möchte ich übrigens an der Stelle nochmal gesagt haben. Und es ist ein deutsches Team. Da waren ein paar Typos drin. Leute, die kriegt er noch gefixt. Props an die ganzen Sounddesigner auf jeden Fall, Leute. Echt cool. Echt cool gemacht. Yay, ein Tester. Naja.